Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost, The Musician. Egal. Super. Jetzt geht's schon mal weiter. Das finde ich gut und ich hoffe wieder mal, dass alles hier wieder funktioniert wie beim letzten Mal. Das hat ja wunderbar funktioniert soweit. Wir haben mit Hans jetzt gerade was gehackt und wollen mal gucken, was wir gehackt haben. So. Login-Name, Winter, Passwort X12. JDJ3K. So, und nun kommen wir zum Höhepunkt des Tages. Er wollte sich ja verkleiden, ne? Weltweit spielte der Film an den Kinokassen über 700 Millionen US-Dollar ein. Vorhang auf für... Ja. Hans Formers. Okay. Ja. Klasse, Hans. Wow. Ich mach den hier. Turret. Ich kann schon die Tröte hören. Ich sehe toll aus, nicht wahr? Oh, Wolf fließt gerade mit. Wir sollten besser Schluss machen. Aha. So eine ist er also. Was für ein Lümmel. Ja. Okay. Das war mal kurz witzig. Organparty. Leute, wir haben das Passwort. Ich brauche etwas Zeit. Sind extrem viele Aufnahmen. Nee, ich habe eine andere Stimme genommen für ihn, ne? Das ist ja so aufregend. Ja, ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt große Angst davor, was wir vielleicht zu sehen bekommen. Dito. Zum Schießen. Wie es uns wieder gelingt, Leute in Panik zu versetzen. Mag für mich auch amüsant sein, den Ganzen hier zu folgen. Aber bin ich wirklich die Einzige, die diesen Affentheater durchschaut? Yeah, doch. Affentheater? Nee. Der Tod eurer Freunde tut mir leid. Aber das hier ist doch echt albern. Du hast es doch selbst gesehen. Was muss noch alles passieren, Norma? Das ist kein... Warum haben wir die eingeladen? Das sind nichts weiter als Taschenspielertricks. Ja, klar. Wahrscheinlich arbeitet unser lieber Fons hier wieder mit RTL zusammen. Eins steht fest, ihr werdet nach Strich und Faden verarscht. Jetzt schlägt's aber 13. Schluss jetzt. Wolf hat's raus, er weiß Bescheid. So, Leute. Bisher leider nichts Außergewöhnliches. Ich komme jetzt zu den Aufnahmen aus Quintons Zimmer. Was? Da wurden auch Aufnahmen gemacht? Das ist ja mehr als gruselig. Können wir hier einzeln anklicken? Huch, schade. Wie süß er da schläft einfach, ne? Wie so ein kleiner Bär mit so einem Kronen, hier, Bettwäsche. Wie so ein Kind halt, ne? Über 1100 Aufnahmen in der Cloud. Wie ihr seht, kann das etwas dauern. Hallo, mein Schatz. Du verpasst gerade Papas tolle Tiershow, unsere Urlaubsfotos. Zu schade. Wäre gerne dabei, aber du weißt ja, passt heute nicht. Grüße Hannah und Papa von mir. Einfach mal nicht antworten. Ach, jetzt doch, jetzt geht's los. Ja, Mokig, grüß dich zurück. Okay. War der Kuchen lecker?
Solltest du nicht die Fotos anschauen, anstatt mit mir zu schreiben? Was macht sie jetzt noch Schönes? Psst. What? Das nimmt ja gar kein Ende. Dabei kann deine Schwester heute nicht allzu lang bleiben. Sie muss sich noch auf den Job vorbereiten. Ich muss dir was noch Spannendes erzählen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, was denn? Vertell. Ja, Mama? Aufwachen. Ach so, ich habe vergessen zu schreiben. Bitte Entschuldigung, mein Schatz. Papa ist endlich mit den Fotos durch. Ich erzähle dir morgen Ruhe davon. Okay. So. Da, Henry Fons. Guten Tag, Tomji. Dieser Adrian alias Pranklord hat mich soeben kontaktiert. Mein lieber Henry, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich weiß zwar nicht, wie du es geschafft hast, meinen YouTube-Account zu hacken, aber Respekt. So, ich schlage dir jetzt einen Deal vor. Du lässt die Finger von meinem YouTube-Account und ich lösche endgültig das Video von meinem Handy, ja? Ja, das ist doch gut. Hast du ein Deal angenommen? Siehst du, mein Ratschlag vorhin war richtig. Klingt nach einem vernünftigen Deal. Puh, dann ist die Sache aus der Welt. Hier, komm, klingt nach einem vernünftigen Deal. Muck wieder zu. Finde ich auch. Dieser Rotzlöffel hat seine Lektion gelernt und ich habe meine Ruhe. Ich gebe es ungern zu, aber gut, dass ich auf dich gehört habe. Sounds of Ines, du wurdest der Gruppe zu gut. Was? Was denn das denn? Was denn das? Was ist das? Wollte dich nur kurz informieren. Ja, sehr danke. Was ist das? Wutsch? Leer, lalalala. Ich möchte gerne. Da. Was ist da denn? Habe ich da was vergessen? Schon ein kleines Lied kann viel dunkel erhellen. Franz von Assis. Achso. Keine Galerie. Was ist das denn? Hey Tomji! Hey Tayo! Tomji, wir kennen uns doch nicht. Ich bin's Ines, Kiras Schwester. Ah. Hey Tayo! Hallo Ines! Hey! Na Ines. Warte mal. Ines. Weißt du, das haben die ja schon bei 7 immer gut gekonnt, ne? Da haben die immer sehr, sehr hübsche Ladies rangekriegt. Haben die in dem Teil tatsächlich auch wieder geschafft. Ja, aber die haben ja diesen Dings ja Influencer benutzt, dem Safilo. Ich habe keine Ahnung, welche die alle sind, keine Ahnung. Was ist das für eine Gruppe? Genau, fragen wir mal, was ist das für eine Gruppe? Man hätte ja sagen können, erstmal hi, na, und so, schön dich kennenzulernen. Aber nein, wir fangen erstmal an, was ist das denn für eine Gruppe? Sorry, ich weiß etwas unpassend, aber meine Schwester gibt einfach keine Ruhe. Sie ist Hobbysängerin und braucht noch eine unabhängige Meinung. Ja, siehst du, das ist doch schon mal schon gut. Ist gut. Genau, ich brauche nur ein kurzes Feedback von dir, Tomji. Warum denn von mir? Ja, ich möchte mein Tape nämlich mal einem Produzenten schicken. Ja, dann. Ines, ihr denkt, ich werde voreingenommen, aber da sind wir uns schon mal lange kennen. Ich sehe, das ist eine sehr gute Idee. Genau, deswegen brauche ich jetzt deine Meinung. Aber warum denn meine? Ich bin, Also, Tomji, bitte sei ehrlich. Ja. Wow, hört sich gut an. Nicht schlecht. Ich schicke es dir kurz, okay? Achso, geht gleich los. Alles klar. Wow, die haben da Leute mit Aufnahmezeiten. Das ist ja Wahnsinn. Aber wenn ich mir meine Aufnahmezeit so sehe,
Ich glaube, ich habe ein Video gemacht, das Wort nicht veröffentlicht in diesem Spiel. Und ich glaube, ich habe ein Sprach-Dings gemacht, wurde auch nicht veröffentlicht. Keine Ahnung. War wohl nicht so gut. Ich befürchte es. Denn das ist nicht mehr. Oh, das ist nicht mehr die Gabriele, die ich kenne. Ach so, genau. Ah, dein Ernst? Eine Gesangsgruppe? Wer denn Scheiße passiert hier? Die Ablenkung ist gerade echt willkommen. Sei mir nicht böse, aber ich verlasse die Gruppe gleich wieder. Ach, ja, komm. Hauen wir jetzt mal das mit der Ablenkung raus. Ist in Ordnung. Geht. Ist gut, ist gut. Danke, Tomchi. Ach, hey, das Handy wieder mal. Sehr gut, dass er natürlich, ich tanze jetzt gerade voll zu der Musik gerade. Tja, aber hey, die Kamera muss wieder an. Habe ich ganz vergessen. Okay, so. Ich weiß, es ist gerade nicht der beste Zeitpunkt, aber meine Schwester bedeutet es echt viel. Ja, sehr schön. So, dann lass uns. Tom G? Ja, Video? Klar, ich bin gespannt. Wollte schon immer Juror sein. Ja, komm, hau raus. Hau raus. Danke, Tom G. Ja, ich helfe so vor mich hin. Ich mach sowas gerne. Und wie gesagt, bitte ganz ehrlich, ja? Okay. Mist. Okay, es geht los. Okay, aufgepasst. Das geht in das Bild schon. Okay. Wow. Also, boah, ich finde es nicht klar. Du solltest es noch ein bisschen üben. Gar nicht schlecht. Ganz im Ernst. Ich finde ganz im Ernst, ganz im Ernst erstmal, ne? Finde ich das von dieser Darstellerin, die das jetzt gerade spielt, finde ich super mutig. Ich finde gerade so singen, gerade irgendwo was vorzusingen. Und, das hier zu veröffentlichen, ich glaube, das ist ziemlich heftig. Dennoch als Video finde ich schon krass. Ich weiß noch, wie ich damals die Aufnahmen für dieses Spiel gemacht habe, das Video. Ich habe 50 Stück davon gebraucht oder was weiß ich was. Ich habe so viele Versuche gebraucht. Mir hat das nicht gepasst. Es war irgendwie Kacke. Und irgendwie, wenn ich das Video jetzt sehen würde in diesem Spiel, ich glaube, ich würde mich ein bisschen im Grund und Boden schämen. Also ich, wenn ich jetzt mein Video sehen würde da. Gott sei Dank haben die es noch nicht veröffentlicht in das Spiel. Hoffentlich tun sie es auch nicht. Ich glaube, das tun sie auch nicht. Respekt finde ich eine gute Leistung. Gesangstechnisch natürlich, also ihr habt mich ja dabei gehört, ne? Also natürlich kein Vergleich, ne? Ich bin ja mehr so ein Popstar. Nein, ich find's, ja. Normalerweise würde ich sagen, ja, komm, finde ich gut. Super. Ja. Echt jetzt? Oh, danke. Ja, so mache ich das eben halt. Habe ich dir nichts hier gesagt, die Inesse? Ist dir sehr gute. Freue mich gerade richtig. Ja, hast du auch gut gemacht, tatsächlich. Hast du auch gut gemacht. Dann suche ich mal nach einem guten Produzenten und einem Studio. Klar. Ja, danke euch. Geh doch zu Dieter. Da war Tayo auch schon mal. Habe ich ja gute Connections. Ich rufe dich hier nachher nochmal an, Inesse. Bist ein Schatz. Ach, ist das süß, oder? Ja, total süß. So. Wie dem auch sei, Ines schreibt uns privat an. Hey du. Ja, na? Na? Na, Püppchen? Na, was gibt es so? Danke nochmal für dein liebes Feedback. Wollte ich noch was anderes fragen wegen meiner Schwester. Du kennst sie doch ganz gut. Na, Püppchen, hau raus. Seit 2 Tagen benimmt sie sich so komisch. Ist total schreckhaft und weiß, wir albern nicht mehr rum.
Weißt du, was mit dir los ist? Ist bestimmt alles in Ordnung. Ganz bestimmt. Sorry. Keine Ahnung, Püppchen. Mir ist nichts aufgefallen, aber du bist mir aufgefallen. Sie wurde vor 2 Tagen beim Sezieren ohnmächtig. Vielleicht ist dir das so peinlich. Ist bestimmt alles in Ordnung. Ist bestimmt alles in Ordnung. Oh, das muss ich mir mal Aufnahme anhören. Bestimmt hört sich das total kack an. Ich glaube, ich bin kein guter Flirter. Nee. Ich weiß nicht, ich kenne Chiara ja ziemlich gut. Also so kenne ich sie gar nicht. Hast du eine Idee, was vorgefallen sein könnte? So ein Video geguckt oder so. Hast du mal versucht, mit ihr zu reden? Falls ich was höre, melde ich mich bei dir. Ja schon, aber sie blockt immer ab. Und sagt es nicht. Er sagt, es ist nichts. Aber Tomji, als Schwester spüre ich, dass da was nicht stimmt. Gute Gespür. Okay. Tayo ruft an. Bis denn. Ja, oh, ja, geh ruhig. Geh, ja, komm, ruf Tayo an, dann sind wir wieder. Papa. Moin, grüti, mein Jung. Na, Sohn, Mann. Was geht? Wie geil die dat normalerweise, ne? Ja, uns geil dat gar nicht mal so übel. Deine Schwester ist gerade gegangen, du hast echt was verpasst, mein Junge. Meine Fotovorführung kam sehr gut an und Mamas Kuchen war wieder ein Traum. Ein Traum? Nächstes Mal bin ich wieder am Start. Hey, super. Ja, komm, hau mal raus. Nächstes Jahr bin ich am Start. Hat Mutter ihre spannende Idee schon erzählt? Nee, das wollte sie morgen in aller Ruhe machen. Na, dann verrate ich bis dann noch nichts. Kannst du vergaten? Nee. Das geht die gar nichts an. Das kann Mutter schön mucken. Da fällt mir ein, Rodemore, heute Morgen bin ich zufällig beim Bäcker getroffen worden. Keine Ahnung, Michael Jackson. Ja, das ist möglich. Jemand aus der Arbeit, jemand aus meiner Uni, den Bäcker, Paps, wie soll ich darauf kommen? Ja. Warum eigentlich mal Paps? Da ist ja heute jemand ganz gut drauf, wa? Dein Chef, der Dr. Leutner. Und wie geht's deinem Arm? Habt ihr euch über mich unterhalten? Hahaha. Dass der Schickimicki-Doc und du zum gleichen Bäcker geht? Warte mal. Da. Bestimmt simuliert er nur. Mhm. Ja. Das konnte ich gar nicht fragen. Hab aber gesehen, dass er eingegipst ist. Er hat mich erst gar nicht erkannt. Und war dann auch recht kurz angebunden. Ja, weil er flirten muss. Ein seltsamer Vogel ist das. Ja, es ist da, nee. War bestimmt nervös, er hatte heute ein Date, ja. Das kannst du laut sagen, das kannst du laut sagen. Man kann seine Chefs leider nicht aussuchen. Das kann ich aus Erfahrung sorgen. Ich helfe Mutter noch ein bisschen beim Aufräumen. Halt die Ohren steif, mein Jung. Jupp. So, meine Kinderchen. Was kommt jetzt hoch? Na du, Lea. Musste gerade an dich denken. Ja, geil. Ich nicht an dich. Weißt du warum? Oh, vielleicht haut Gabriela wieder einen raus. Nee. Komm, schreib mal nee. Ach so, was denn das? Das Eis nehme ich auch, ne? Was, ohne mich? Da nehme ich schon mal beim Hinsehen zu. Ja, nee, ist alles gut. Du und dein Schokoeis, nee, ist doch geil. Ja, komm, das ist gut. Natürlich meinen wir damit mit den Zapper-Smile nicht das Eis, ne? Okay. Lücke, gell? Was? Was? Upsala, vertippt.
Oh je, hab mir vorhin schon 3 Gläschen Wein ge... Okay, das erinnert mich an irgendwas, so an eine Lina. Oder waren es 4? Egal. Wir machen uns jetzt noch einen chilligen Abend bei Netflix. Wer ist wir? Whisky und ich. Oh Gott, das ist ein guter. Whisky brauche ich auch. Whisky ist ein guter Kumpel. Der war auch neulich bei mir. Bin nur noch unschlüssig, was? Die 2. Staffel Umbrella Academy habe ich nicht gesehen tatsächlich. Hat mich interessiert, habe ich nicht. Tote Mädchen lügen nicht. Stranger Things. Oder. Tada! Stranger Things, definitiv. Stranger Things, wer das noch nicht geguckt hat, sofort gucken. Netflix an, sofort gucken. Geilste Serie auf Netflix, wirklich. Also eigentlich auf meinem Fernseher, ist auch nicht schlecht. Da ist Netflix drin. Du hast recht, wird auch wirklich Zeit. Ja, wirklich. Und der Dusty, und der ist so süß. Das ist ein süßer Bengel, ne? Ja. Dusty Bär. Der 80er Jahre Flair ist ja nicht so meins, aber oh, doch, total. Auch so die Stephen King's S-Filme und so mache ich total gerne gucken. Oder gab es auch einen Film hier, Summer of 90, wie hieß der denn? Summer of 94? Ja, doch, ich glaube, ja, so hieß der. Der war auch super cool. Ach, Tomchen, in solchen Momenten merke ich, wie sehr du mir fehlst. Ich vermisse dich. Uns beide. Beide. Ja. Lass uns darüber reden, wenn du nüchtern bist. Mach es uns bitte nicht unnötig schwer. Du fühlst mir auch. Ach komm. Soll ich vorbeikommen? Ja, kann ja. Ich guck gerne Stranger Things. Nur wegen Stranger Things natürlich. Ehrlich? Nö. Dann lass es uns doch bitte noch einmal miteinander versuchen. Ja, dumme Idee, oder? Ja, findest du auch. Merkst du selbst, ne? Wir lassen es ganz langsam angehen, ganz ohne Zwang. Vielleicht ein Foto als kleine Entscheidungshilfe. Ich glaube, wir sollten wirklich darüber reden, wenn du nüchtern bist. Ich meine, hübsch ist sie definitiv, aber Hübschheit ist ja nicht. Alles klar, wir versuchen es nochmal. Oh, cool. Warte mal. Gabriela macht mal wieder die Augen kaputt. Es tut mir leid, Lea, ich kann es einfach nicht. Okay, lass uns es versuchen. Leute, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Deswegen, liebe Leute, vertagen wir die Entscheidung. Für was werden wir uns entscheiden? Sollen wir es nochmal mit Lea probieren? Ich denke immer noch daran, wir haben ein Date mit Nora. Mit der haben wir einen Filmabend. Es ist ein Date, aber es ist ja noch nichts Festes und überhaupt noch gar keine, vielleicht passen wir auch nicht zusammen, weiß man ja noch gar nicht. Naja, mal gucken. Oder eben halt, wollen wir es wieder mit unserer Ex-Freundin versuchen. Man sagt ja, alte Liebe rostet nicht, aber manchmal ist es immer eine sehr, sehr schlechte Idee, ne? Kommen wieder die alten Eifersüchteleien oder was weiß ich, warum man sich getrennt hat auf und dann ist alles wieder im Arsch. So, meine Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.